Oh, Gold. Unreiner Saphir, unreiner Topas und nochmal ein bisschen Gold. Reparaturhammer. Okay, ich glaube, das war. Nein. Jetzt. Nein, immer noch. Jetzt. Okay. Den Rest schafft unser Zauber. Ja, hat sogar noch die erste Zauber geschafft. Dann geht es hier hinten wohl weiter, Leute. Sonst gibt es ja keinen anderen Weg mehr, oder? Nein. Shiogurats. Und wir sind draußen, Leute. Wo sind wir? Hier drüben. Knotenknochenkammer. Und hier drüben sind wir rausgekommen. Gibt es hier irgendetwas in der Nähe? Nein. Dann speichern wir, Leute. Das sind Feuer. Bitte lass es funktionieren. Ja. Da ist auch irgendein Gegner, wahrscheinlich ein Balibok. Ja. Ein junger Ball. Makellose Perle. Da war irgendwo ein Feuer, Leute. Das möchte ich mir ansehen. Hier, ein Lagerfeuer ist hier oben. Ja, wieso nicht? Und ich muss da jetzt wieder nach oben. Ah ja, ich sehe schon. Da, das ist der andere Baumstamm, Leute. Hier, die sehen ziemlich ähnlich aus. Ein Hunger. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache für heute Schluss. Dann haben wir jetzt heute das hier auch alles erkundet. Und wir gehen dann hier weiter. Machen dann vielleicht auch Milcha noch, die Nebenquester, die wir haben. Beim nächsten Mal. Das hier möchte ich mir noch aufheben, also diese Abspreizungen. Nur die hier würde ich als erstes machen, weil das Hauptquest ist, Leute. Aber die hier und die hebe ich mir mal auf. Die mache ich sowieso erst, wenn ich alles andere erkundet habe. Genau. Dann machen wir beim nächsten Mal da weiter. Ich bin gespannt. Ich wette, wir kommen vielleicht sogar bis zur Donnerwurzbau. Zum Donnerwurzbau.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir ihn beim nächsten Mal dann auch machen werden, aber ich bin mir fast sicher, wir werden ihn entdecken. Aber für heute ist Schluss. Ab nach Hause. Das ist jetzt nicht ganz so gut, dass das Licht hält. Das ist auch nicht wirklich gut. Naja. Bei uns zu Hause ist da sowieso niemand. Morgenzahn hinzugefügt. Abendzahn entfernt. Das ist eine wunderbare Uhr, wenn man in einem Dungeon ist, Leute. Haha. Dann legen wir mal ab. Die Herzen der Ordnung kommen nicht hier rein. Das kommt auch nicht hier rein. Ein Auge des blinden Wächters. Cool. Kommt aber auch nicht hier rein. Jetzt haben wir schon wieder einen gefunden, Leute. Jetzt haben wir da schon zwei und da schon zwei gefunden. So, bevor wir dabei jetzt hingehen, muss ich dann wirklich die Kutte ablegen. Aber wir haben jetzt genügend abgelegt, sodass wir uns bewegen können sollten. Noch nicht. Jetzt. So, wir haben ja sowieso, bevor wir los sind, gespeichert. Deswegen würde ich jetzt erstmal einfach alles aufräumen, Leute. Dann müssen wir das nicht beim nächsten Mal machen. Wahnsinnssätze. Das ist schon ein bisschen viel, Leute. Da können 10 weg. Hier 22. Hier können die Pfeile weg. Leute, ich glaube, jetzt wird es soweit sein. Ich glaube, wir werden jetzt die letzten Eisenpfeile mitnehmen. Wir haben 707 Eisenpfeile und noch 16 Pfeile des Unheils. Das sind 723. Ja. Das heißt, wir brauchen noch 277 und die haben wir halt nicht mehr. Wir haben nur noch 60. Damit haben wir jetzt 767. Lol, 777. 783, Leute. Das heißt, es sind noch 217. Doch 217. Was nehmen wir jetzt als nächstes? Da haben wir.
um 6 Pfeile mehr haben wir tatsächlich die Silberpfeile, Leute. Dann werden wir als nächstes die Silberpfeile nehmen. 217 hatte ich, glaube ich, gesagt. Wiegen genauso viel, machen 11 Punkte Schaden. Wären tatsächlich auch vom Schaden her das nächstbeste. Denn die Eisenpfeile machen, glaube ich, nur 9 Punkte Schaden. Ich glaube, Stahlpfeile 10 und Silberpfeile 11. Das heißt, wir machen jetzt mehr Schaden mit unserem Bogen, Leute. Einfach nur, weil wir keine Eisenpfeile mehr haben. Toll! Eisen- und Stahlpfeile durch, Leute. Und als nächstes machen wir die Silberpfeile durch. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut und überlastet. Oh, gut, in meinem Haus kann ich es ja anziehen. So, die Matrizen kommen weg. Schlüssel kommen nach oben. Bücher. Also 12 und 9 haben wir schon. 12 und 9. Tja. Das Leben der Elytra. Haben wir noch nicht. Der Prophet Ardensul. Haben wir noch nicht. Die stehenden Steine. Haben wir noch nicht. Ketzerische Gedanken. Haben wir noch nicht. Reiseführer Neu-Sheot. Haben wir auch noch nicht. Rinde und Saft. Und das haben wir schon. Babacek. Haben wir noch nicht. Super. Der Rest wird dann verkauft. Dann gehen wir jetzt hoch. Dann wird der Schlüssel abgelegt. Die gehen ja immer noch nicht. Nein. So, Basisring des Nihilismus. Waffen. Dunkler Streitkolben. Haben wir schon. Dann Ebenholz. Das haben wir auch schon. Die Gabel der Gänsehaut, Leute. Die wird nicht ab... Die brauchen wir, glaube ich. Für irgendwas brauchen wir die. Wisst ihr was? Die kommt zu den Dedra-Sachen. Wenn wir sie brauchen, können wir sie holen. Glas Kurzschwert. Haltbares Dedra-Claymore. Dedra-Langschwert, aber kein Claymore. Die haben wir auch schon. Stab des Feuerballs müssten wir eigentlich auch schon haben. Ja. Gut, dann Basisring des Nihilismus war es. Haben wir noch nicht. Und Burg LDWGGK. Burg LDW haben wir schon, also gegen Krankheit eben. Burgunderleinen des Widerstehens gegen Krankheit ist es. Soll das, glaube ich, heißen. So, dunkle Verführerschild, habe ich den schon? Ja, sogar zweimal. 19 und 8. 19. Okay, Ebenholzring. Habe ich einen Ebenholzring? Da bin ich mir gar nicht sicher gerade. Doch, habe ich. Gold-Edelsteinring müsste ich auch haben. Ketzergewand und Kappe habe ich aber noch nicht. Kriegsherrn-Handschuhe und Kriegsjägerhelm. Kriegsherrn und Kriegsjäger. Kriegstreiber habe ich nur.
dann kommen beide da rein. Die habe ich auch noch nicht. Ring der Lebenskraft und des Wasserwandelns. Der Lebenskraft haben wir schon. Und des Wasserwandelns haben wir auch schon. Okay. Dedra-Sachen. Die Gabe der Gänsehaut ist nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Dedra-Gegenstand von Sheogorath. Ach, es geht sowieso nicht, Leute. Seht ihr? Dachte ich mir fast. Genauso wie der Wabba-Jack. Hier. Der Wabba-Jack ist auch von Sheogorath. Wenn ich mich nicht irre. Aber der Rest müsste jetzt eigentlich alles zum Verkauf sein. Ah, die kommen noch weg. Die kommen noch hier rein. Genau, der Rest wäre jetzt alles zum Verkauf. Dann, wie spät ist es? Ah, eine Stunde. Dann schlafen wir noch eine Stunde. Machen wir ein kleines Nickerchen. Vampirismus hat sich verbessert, natürlich. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Gerüchte. Ihr habt bestimmt gehört, dass Glistil und Malintus Ankrus zusammenleben. Eine solche Schande. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich bin als Graufuchs gerade unterwegs. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel. Halt, habe ich heute ja schon gemacht. Also verkaufen Macht einfach. Mir ein besseres an. Beehrt uns. Ja, ich bin der Graufuchs und als Graufuchs mag, hat sie natürlich eine andere Meinung zu, über uns als benötigt ihr vielleicht eine wenn neue wir Rüstung wir sind. Oder Waffen? Bei mir. Das ist ein. Das ist ein echtes Schnäppchen. Nur noch zwei makellose Perlen, Leute, dann haben wir die Quest auch fertig. Nein, den verkaufen wir nicht. Ihr seid ein harter Feilscher. Das ist ein gutes nicht. Angebot. Den auch nicht. Den trinken wir. Und hier kommt der Rest alles weg. Das. Das klingt nach einem. Mit Ausnahme von unserem Brustharnisch, Leute, ist alles 1700 wert. Und der große Ring der Stärke auch nicht. Und der hier, gut. Ich glaube kaum, dass er die Kutte der Nacht kaufen wird. Vom Graufuchs. Das klingt. Das ist. Achso. Ich dachte gerade, warum ist das nicht gestapelt, Leute? Super. Nur noch 767 Eisenpfeile, Leute. Und dann ist es ist Schluss mit Eisenpfeile. Dann geht's den Silberpfeilen an den Kragen. Von denen wir 1846 nur haben. Das heißt, alle anderen Pfeile haben
Pfeilsorten, die wir haben, da haben wir weniger als das. Wobei ich tatsächlich glaube, dass die Silberpfeile für den Rest des Let's Plays reichen könnten. Mal sehen. Habt Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auch ihr. Hey, wisst ihr, ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinzen. Niemand glaubte, dass dieser Ork geschlagen werden könnte, aber ihr habt es allen gezeigt. Ja, Gerüchte. Die Dunkelforstrotte gibt es nicht mehr. Sie haben bei der Arbeit viel Histsaft zu sich genommen. Darum gab es dort so viele schlimme Unfälle. Lebt wohl. Lebt wohl. So, speichern. Ach, zum Glück. Ja, ich liebe es, wenn es funktioniert, Leute. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.